Diesmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wendet sich mein Buchtipp vor allen Dingen an Eltern bzw. an Kinder und Jugendliche. Ganz frisch im Belz Verlag erschienen ist dieser schöne dicke Band über die Naturkosse, 22,95, und ist ein echter Kracher und ein Tipp für Kinder, ja, die sich sehr für Natur interessieren. Es hat ja auch nicht jedes Kind oder jeder Jugendliche das Glück, mit einem Hund oder einer Katze leben zu dürfen. So wie die Kinki hier zum Beispiel, die übrigens noch zu haben ist und bei Tiere in Not Odenwald auf ihre Vermittlung wartet. Sondern es gibt natürlich auch Kinder, die viel im Haus hocken, die viel an ihrem Schreibtisch sind und viel an ihrem Computer, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder an irgendwelchen Playstations und so weiter. Und wenn man die vielleicht mit irgendwas, guck mal mit diesem Buch, würde ich die dann in die Natur locken wollen, Pinky, ne? Sei es mit Hund oder ohne. Also wenn Sie die vielleicht in die Natur locken wollen und den Forschergeist in den Kindern und Jugendlichen erwecken, dafür ist dieses Buch ideal. Ist also auch wirklich ein tolles Geschenk, auch für Großeltern an ihre Enkel. Und dann sagt man, wir gehen gemeinsam los. Da wird erklärt, wie man Käfer bestimmen kann, wie man alles Mögliche in der Natur bestimmen kann, wie man... Kinki, bedienst du dich jetzt selbst? Komm mal her, kriegst noch eins. Hey, Kinki, die sind offen. Ich gebe dir noch eins, du musst dich nicht selber bedienen. Also es wird erklärt, wie man Insekten findet, wie man sie zählen kann, wie man Vögel entdecken kann, wie man sie bestimmen kann, wie man die Bestände auflisten kann. Also auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Naturforschung betreiben, so ein bisschen aufschreiben. Es ist sehr liebevoll illustriert. Es ist geschrieben von drei portugiesischen Autoren, beziehungsweise zwei Autorinnen und ein Fotograf haben das schöne Werk zusammengestellt. Aber es ist bei der Bearbeitung vom Belz Verlag, und das finde ich sehr wichtig, total auf Deutschland übertragen worden. Also es geht um die deutsche Natur, um die deutsche Flora und Fauna und um unsere Landschaften. Das ist also praktisch mit der Übersetzung mit verändert worden, sodass man wirklich super toll damit arbeiten kann. Und es ist, wie gesagt, sehr schön illustriert. Und es macht Kindern echt Bock auf Natur und auf Forschung und auf Biologie und auf Aufenthalt im Freien.